Guten Abend, liebe Kollegen. Ja, uns fällt es schwer, jetzt über Fußball und über unseren Einzug ins Pokalfinale zu sprechen, weil wir mit unseren Gedanken einfach bei Matteo Morey sind, der auf dem Weg ins Krankenhaus ist gerade und dem wir alles, alles Gute wünschen. Trotzdem beginnen auch wir jetzt mit unserer Pressekonferenz. Seht uns nach, wenn es ein bisschen kürzer wird heute. Und bitten euch um eure Fragen an Edin Terzic. Niemand eine Frage? Ich frage noch mal in die Runde. Ja, bitteschön. Ja, Herr Terzic, das war ja tatsächlich relativ leicht, in Anführungsstrichen, nachdem sich die Kieler so die ersten 20 Minuten versucht haben, ganz gut zu wehren. Fehlte da aber offenbar so ein bisschen die Kraft und die Frage deshalb, hat Ihre Mannschaft genau das dann gemerkt und sich in diesen Rausch reinspielen können oder war die Marschroute von vornherein, die gar nicht erst zum Luftholen kommen zu lassen, also heute ganz unbedingt auf Druck nach vorne zu spielen? Ja, es war nicht leicht. Also das, da will ich nicht zustimmen, dass es leicht war, sondern es war gut, wie wir es gemacht haben. Wir wollten unbedingt ins Pokalfinale einziehen. Es war auch bis zur 75. Minute ein nahezu perfekter Abend für uns. Aber durch die Verletzung von Mate trübt das Ganze natürlich ein bisschen. Vor allem, wenn man weiß, was für ein fantastischer Junge es ist. Und wenn dann einer von unseren Jungs so auf dem Boden liegt, dann fällt es halt schwer, sich jetzt über die Leistung oder über das Spiel Gedanken zu machen. Aber ich versuche es trotzdem. Wir wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen. Uns war klar, dass wir Favorit sind in diesem Spiel. Wir wussten aber auch, vor knapp 2,5 Wochen gegen Man City waren wir nicht der Favorit und hatten trotzdem die Chance zu gewinnen, was das für Kräfte freisetzen kann, auch der Underdog zu sein. Finde, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Und dann gab es zwei Wege, dieses Spiel zu gewinnen. Wir mussten bereit sein, den Kampf anzunehmen, über 90 oder 120 Minuten, so ähnlich wie wir es getan haben in den Runden zuvor, in Gladbach oder hier gegen Paderborn. Oder aber die zweite Variante, die wir uns dann vorgenommen haben, von Anfang an aufs Gaspedal zu treten und dann nicht nachzulassen. Weil gegen Paderborn haben wir es auch geschafft, sehr gut ins Spiel zu kommen, haben früh 2-0 geführt und dann ist uns das Spiel so ein bisschen aus den Händen geglitten. Und das sollte uns heute nicht passieren, sondern wir wollten weiter vorne draufgehen, weiter den Gegner zu Fehler zwingen, weiter schnell kombinieren und klar bleiben und am allerwichtigsten die Angriffe dann zu Ende spielen. Und das ist uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Dementsprechend war das Spiel dann mit 5-0 auch schon quasi zur Halbzeitpause entschieden. Auch wenn man weiß, dass dann die Luft so ein bisschen raus ist, fand ich, haben wir es dafür noch sehr klar gespielt in der zweiten Halbzeit und hatten noch die eine oder andere Chance. Aber wie gesagt, so wirklich in der 75. Minute war dann das Spiel beendet. Dirk Krampe. Ja, kannst du ein bisschen was zur Verletzung von Erling Haaland sagen? War das eine reine Vorsichtsmaßnahme oder ist es so, dass ihr es auch mit dem Wochenende gegen Leipzig jetzt vielleicht eng werden könnte bei ihm? Ja, bei Erling, das hat halt die Vorgeschichte mit dem Spiel in Wolfsburg, wo Erling fantastisch gearbeitet hat, dem Gegner immer wieder weggelaufen ist und dann so kurz vor Ende, so 2-3 Minuten vor Spielschluss, hat er einen Schlag abbekommen an den Oberschenkel. So ein Pferdekuss, wie man das so im Fußball nennt. Und es war und ist dann schmerzhaft geblieben, so in den ersten Tagen. Er hat dann immer wieder versucht, auch ins Training einzusteigen, hatte dann aber immer wieder so kleinere Probleme. Und gestern hat er dann signalisiert, dass es nicht geht, dass es zu schmerzhaft ist. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir ihn für heute rausnehmen. Sind aber guter Dinge, dass es dann nicht mehr allzu lange dauert, sondern dass der Pferdekuss dann auskuriert, sodass er dann vielleicht Mitte der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, sodass er dann für die nächsten Aufgaben sowohl in der Bundesliga als auch dann im Pokalfinale zur Verfügung steht. Gibt es weitere Fragen? Ja, Patrick Berger. Hallihallo, Glückwunsch zum Einzug, Edin. Edin, wie hat dir denn heute die Leistung von Gio gefallen, der einen Doppelpack gemacht hat, zwischendrin jetzt in den letzten Wochen ja auch es nicht ganz so einfach immer hatte? Vielleicht kannst du das ein bisschen einordnen. Danke dir. Ja, Gio hat in den letzten Wochen, ich finde,
guten Sprung nach vorne gemacht. Fällt mir jetzt spontan die Leistung ein in Stuttgart, wo er wieder sehr viel Selbstbewusstsein getankt hat, sehr mutig war, viele 1-gegen-1-Situationen hatte. Das, was wir von ihm auch gewohnt war aus der Vergangenheit. Auch in der Phase, wo es dann nicht so gut lief, sind wir nicht unruhig geworden, sondern es ist halt menschlich, dass so ein junger Kerl wie Gio auch mal so ein kleines Leistungstief hat. Das muss man einfach so jungen Kerlen zugestehen. Da sind wir gemeinsam rausgekommen und sind natürlich glücklich, dass er jetzt in den letzten Wochen seinen Beitrag vor allen Dingen in der Offensive so gut leisten konnte. Haben dann noch ein paar Defensivthemen, aber auch da arbeiten wir hart und fleißig dran. Und wenn er so weitermacht, dann ist er extrem wichtig für uns. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich bei euch für die kurze Runde und wünsche allen eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.